Hey Leute, hier die Top Cydia Apps 2012. Switchy macht aus einer Multitasking-Bar Reihe 2. Dadurch hat man eine bessere Übersicht von den Apps, die gerade im Hintergrund laufen. Und durch die neue Funktion Clear App könnt ihr alle Apps, die im Hintergrund laufen, auf einmal schließen. Unlock Eyes bietet neue Möglichkeiten, den Unlock anders zu gestalten. Hier zum Beispiel Fold to Unlock. In Einstellungen könnt ihr noch andere Möglichkeiten auswählen, wie zum Beispiel Checker to Unlock. Oder Fat to Unlock. Wii Toolbox an den Notification Center Erweiterung. Als erstes geht ihr in die Mitteilungszentrale und aktiviert es. Ich habe es dann noch nach ganz oben verschoben, damit es als erstes Widget angezeigt wird. Wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr auf Fertig und geht zurück zu den Einstellungen. Dann scrollt ihr nach unten zu Wii Toolbox. Hier könnt ihr auswählen, welcher Slot was anzeigen soll, zum Beispiel Slot 2 Facebook Update. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr zurück zum Notification Center und lasst es respringen. Dann habt ihr eine kleine Auswahl an Icons, die zeigt, was ihr machen sollt, zum Beispiel F für Facebook, Kamera für Kamera. Fruit zeigt bei der Volumenanzeige den Namen des nächsten Songs und ein kleines Bild dazu, wie man hier gut sehen kann. Wenn das nächste Spiel abgespielt wird, hier zu sehen, wird der nächste Name und ein kleines Bild angezeigt. Repeat Links aktiviert ein kleines Fenster mit Links, die ihr selbst angeben könnt, hier zum Beispiel Google. Öffnet am besten die Einstellungen-App und scrollt runter zu Repeat Links. Als erstes wählt ihr am besten eine Activation-Methode aus. Ich habe Statusbar lange gedrückt halten. Dann geht ihr auf Setup, Repeat Links. Hier könnt ihr erstens die URL eingeben. Ganz wichtig, davor muss ein HTTP sein. Und bei URL Label 2 müsst ihr den Namen eingeben, der bei Repeat Links beim Fenster angezeigt werden soll. Also ganz wichtig ist dieses http://// davor. Das waren die Top Cydia Apps 2012 und abonniert, um keine neuen Videos zu verpassen.